Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Halbzeit bei TV Oberfranken. Er ist Gewichtheber, 72 Jahre alt, er ist 13-facher Weltmeister, 15-facher Europameister, 24-facher deutscher Meister und heute hat er uns eingeladen hier in die Frankenhalle in Neustadt bei Coburg, Jürgen Greiner. Servus, hallo. Hallo, grüße dich. Jürgen, du hast mit 15 Jahren mit dem Kraftsport angefangen. Wie ist das denn losgegangen? Ja, wir haben als Kinder und Jugendliche auf der Straße und so einfach manchmal Handstand gemacht, Hochsprung oder sonst was. Und dann haben wir auch einmal Gewichte in der Hand bekommen. Dann war bei uns einmal im Schwimmbad in Oberlind, da lag eine Handelsstange rum mit Kugeln dran, das war 50 Kilo. Und da habe ich auch gesehen, dass Männer sich daran beteiligt haben und haben das Gewicht hochheben wollen. Die meisten haben es nicht geschafft. Dann habe ich einmal versucht, wenn jemand hingeguckt hat, habe ich gedacht, das musst du doch auch mal probieren. Und bin hin und habe das halt ein paar Mal hochgetan. Und das haben die Männer gesehen und die sind dann auch nicht mehr ran. Und deswegen, das war der Anfang, dass ich dann mit Gewichte und Kraftsport angefangen habe. Und Leichtathletik gemacht, Leichtathletik und Donnen. Und da zwischendurch dann mit Gewichtheben zugeschaut, auch im Fernsehen. Da war die Weltmeisterschaft 1966 in Berlin. Und da habe ich die Übungen nachgemacht. Und seitdem habe ich dann auch begonnen, mit Gewichtheben mich selbst zu trainieren. Wie war dann dein Werdegang? Wann waren deine ersten Wettkämpfe? Was waren deine ersten großen Erfolge? Der erste Wettkampf war dann in Suhl. Da gab es die Bezirksspadagiaden. Das war 1967, wo ich den ersten Wettkampf mitgemacht habe. Danach die ganzen Gewichte, die ich heute noch niemand gekannt. Die haben sich schon untereinander ausgemacht, wer gewinnt heute. Und habe ich gedacht, na, die machen aber relativ wenig. Und dann habe ich wurden die fertig und ich habe dann erst angefangen. Und habe ich in meinem ersten Wettkampf 97,5 Kilo gestoßen und das war halt sehr viel, da waren die neuen Rekorde auch für den Bezirk. Und da habe ich dann regelmäßig mehr trainiert und auch mit Mannschaften und für mich selbst. Du hast dann sehr erfolgreich weitergemacht und deinen ersten WM-Titel 1992 geholt. Nimm uns doch mal mit, wie war das damals? Ja. Das war noch die Grenzöffnung, wie das kam. Dann durften wir auch erstmals international standen, außerhalb von der DDR oder in Ostländern. Und da habe ich mich in Leimen angemeldet. Da waren 15 Städte in der Gewichtsklasse bis Leichtgewicht. Das ging damals noch bis 67,5 Kilo. Da waren also 15 Städte und da habe ich gedacht, wenn ich unter die ersten 10 komme, ist in Ordnung. Und hat aber dann trotzdem so weit, ohne größeres Training, sagen wir mal, schon geklappt, den dritten Platz zu machen. Na, dann die nächste Weltmeisterschaft war in Oxford. Und da wollte ich ja den zweiten Platz wenigstens machen und habe dann geglaubt, dass ich den ersten gemacht habe. Da waren wieder über 10 Teilnehmer. Und es hat zwar nicht richtig in den Übungen alles geklappt, aber die Gesamtleistung war über den anderen. Und da habe ich das erste Mal Weltmeister gemacht. Und wenn man dann das erste Mal die Nationalhymne hört, das war schon sehr bewegend gewesen. Das war, dann ging es halt los. Dann war manchmal nur zweiter oder dritter Platz. Und dann kam er danach Australien in Sydney, das war 1994 und da habe ich meinen ersten Weltrekord aufgestellt, wo im Reisen mit 100, da wurde Weltrekord 100 Kilo und ich habe 100,5 gemacht. Stoßen wollte ich auch im Weltrekord verbessern, das hat aber nicht ganz geklappt, aber der Erfolg war erst mal dann da. War schon sehr schön, wenn man mal so eine weite Reise macht, man muss zwar alles selbst zahlen, aber es war halt trotzdem Erlebnis und Urlaub. Und dich lässt der Sport aber trotzdem nicht los. Wieso kannst du denn nicht aufhören? Ja, der Ehrgeiz kam dann immer mehr. Man wollte noch mehr Leistung bringen und man will sich immer wieder selbst bestätigen. Dann kam noch dazu, dass man die Leute, die man schon bei Wettkämpfen getroffen hat, auch international, dass man die wieder sieht und so. Und also der innere Anreiz ist wahrscheinlich vom Körperlichen her selbst und der Psyche, was man mit sich macht. Wenn man 2 Wochen nichts macht, dann wird man schon ungeduldig. Das heißt, du trainierst auch weiter. Wie hast du denn früher trainiert, als du jünger warst? Und wie trainierst du denn heute mit 72? Ja. Ich habe halt früher in der Woche 3-4 Mal, manchmal, wenn man viel Lust gehabt hat, auch 5 Mal trainiert. Und jetzt trainiere ich halt noch 2 Mal in der Woche in der Regel. Was sagt denn eigentlich deine Frau, die Ilona, dazu? Ah, die ist ja selbst dabei, ist bei jedem Wettkampf dabei, begleitet mich und betreut mich dann auch mit. Zu Hause macht sie praktisch alles, was mich entlastet. Essen reinmachen und alles, was dazugehört, muss ich so gut wie nichts machen. Und sie macht ja auch selbst noch Kraftsport, hat auch Weltmeisterin gemacht im
Bonk drücken, vor ein paar Jahren. Das habe ich gewusst und genau deswegen machen wir jetzt eine kurze Pause, sprechen nach der Werbung mit der Ilona und wir probieren, reißen und stoßen aus. Also bleibt dran, bis gleich. Was ist Ferdinand? Was Ferdinand nicht mag, wenn seine Frau ihn mal wieder ratlos macht. Warum haben ihre Pflanzen Augen? Warum trinkt sie ihren Kaffee nie aus? Und warum lässt sie den ganzen Tag die Puppen tanzen? Was er mag, wenn er Antworten bekommt. Wie von seiner Apotheke rund ums E-Rezept. Und dann zum Abholen vorbeischaut, weil er den kleinen Plausch so liebt. E-Rezept? Ganz einfach. Mit deiner Apotheke. Es geht drunter und drüber, alles kopfüber. Wer blickt da noch durch? Total verwirrend. Spart Windkraft und Kohle, was rettet die Pole? 1,5 Grad? Total verwirrend. Strom mit Solar, gefördert sogar. Rechnet sich das? Total verwirrend. Verwirrende Zeiten brauchen klare Finanzen. Sparkasse. Die Sparkassen in Oberfranken. Gut für Oberfranken. Bettwäsche, Nachtwäsche, Badtextilien. Betten Friedrich in Bamberg. Obere Königstraße. Hier ist ja was los. Hey, Frieda. Hier ist genug Platz für uns beide. Siehst du? Zwei Männer, ein Regal. Die hier liebe ich. Und die erst. Alles, was kleine und große Herzen schneller schlagen lässt, gibt's bei DM. Hier bin ich Mensch, hier kaufe ich ein. Für Sie in ganz Oberfranken. Auch in Ihrer Nähe. Willkommen zurück zur Halbzeit bei TV Oberfranken. Heute mit Gewichtheber Jürgen Greiner und mit seiner Ehefrau Ilona. Hallo. Hallo. Mit dir darf ich ausnahmsweise über Alter und über Gewicht reden. Du bist unglaubliche 77 Jahre alt und ich würde gern wissen, was dein höchstes Gewicht war. Natürlich beim Bankdrücken. Ja, das war 67,5 in der Weltmeisterschaft in Südafrika. Das war mein letzter Wettkampf, mein bester und mein schönster. Du bist zweifache Weltmeisterin, hast aber erst 2008 mit dem Kraftsport angefangen. Wie ist es denn dazu gekommen? Das war ein ganz dummer Zufall. Meine Kampfsportgruppe ist zerfallen, das hat sich aufgelöst. Dann war ich im Sportstudio und im Sportstudio gab es einen Einbruch. Und da kam die Polizei ermittelt und mein zukünftiger Trainer hat mich dann angesprochen, willst du nicht bei uns mitmachen, wir machen Kraftsport. So kam es dazu. Es war 2008 und 2009 habe ich meinen ersten Wettkampf gemacht. Und das seid ihr natürlich jetzt ein Ehepaar, das die Leidenschaft für den Kraftsport teilt. Wie sieht denn bei euch so eine Trainingswoche aus? Ja, wir gehen am Montag zum Training, beide. Dann kam bei mir jetzt noch Aerobic dazu am Mittwoch und am Freitag gehen wir wieder zu zweit. Ja, das geht so. Was macht denn dir am Kraftsport so viel Spaß? Das kann man gar nicht so genau sagen. Ich merke das immer bloß, wenn ich mal aussetze, da hat man so ein Gefühl, da muss jetzt wieder was passieren. Ne? Und dann kommt man halt immer wieder zurück, auch wenn man manchmal keine Lust hat, aber es geht. Würde bei euch ein Leben ohne Kraftsport funktionieren? Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht, weil ja, es hat sich bis jetzt nicht ergeben. Und wenn man eine Verletzung ist, gut, da findet man andere Möglichkeiten. Man kann andere Sachen anmachen und das findet sich schon. Der Jürgen bereitet sich vor, unter anderem auf die Weltmeisterschaft im Herbst. Jetzt mal ganz ehrlich, er wird ja 73. Sagst du irgendwann mal so, jetzt ist aber Schluss, hör mal auf? Oder wird bei euch darüber nicht geredet? Ja, direkt geredet nicht, aber manchmal denke ich schon. Also die Verletzungsgefahr wird immer größer und dann muss man immer damit rechnen, dass wie jetzt bei der letzten Wettkampf der Muskelfaserriss. Sowas kann halt immer passieren, ne? Und je älter man wird, umso größer ist die Gefahr. Aber was glaubst du, wenn er keinen Kraftsport mehr macht, was macht er denn dann? Ja, Kreuzworträtsel. Ja, findet man, jetzt fängt er an mit Schachspielen in der Gruppe. Ja, findet sich immer wieder was. Ne? Du bist aktuell verletzt, aber auch du hast den Kraftsport noch nicht abgeschrieben. Nee, ich arbeite mich jetzt langsam wieder hoch. Das war in der Schulter ein Problem. Es war nichts Schlimmes. Es waren nur Verklebungen, die auch entstehen können. Aber jetzt kommt langsam wieder ein bisschen Leistung. Du willst aber nur noch mal einen Wettkampf machen, wenn die Leistung stimmt. Ja, ja. Also das muss passen. Also unter mein, sagen wir mal, Niveau würde ich nicht starten wollen. Also es muss schon was kommen.
Wie trainiert man denn mit 77 Bankdrücken? Welche Übungen magst du? Und ja, wie sieht es denn aus in der Vorbereitung? Eine Erwärmung, ja, da mache ich mit für die Schulter mit Gummibändern. Das habe ich angefangen, als meine Schulter verletzt war. Und da habe ich mich ganz schön wieder in Form gebracht. Und jetzt habe ich für mich dieses Gerät da, diesen Twister entdeckt. Da kommt man ein bisschen in Bewegung. Auch da, ich habe auch mal Boxen gemacht. Dann wird die Schulter auch schön trainiert. Ne? Ja, und dann halt mit wenig Gewicht und dann steigern. Das heißt aber, ein Leben ohne Sport könntest du dir auch nicht wirklich vorstellen, oder? Ja, es ist immer was los. Es ergibt sich immer wieder. Ne? Und wenn ich mal nichts mache, dann laufe ich halt irgendwo. Okay. Joggen nicht, laufen. Vielen Dank, Ilona. Und wir stellen euch jetzt noch die beiden Disziplinen vor, das Reißen und das Stoßen. Bevor es losgeht, wärmt sich Jürgen gewissenhaft und routiniert auf. Seilspringen und Liegestütze, zwei Klassiker, um den Körper auf Temperatur zu bringen. Es folgen einige Wiederholungen nur mit der Langhantelstange. Die erste Disziplin, um die es geht, ist das Reißen. Jürgen, erklär uns doch bitte, wie funktioniert die Technik? So, die Technik funktioniert mit breitem Griff. Da ist eine Markierung hier, wo man sich orientieren kann. Manche fassen enge, manche fassen auch ganz außen, je lang wie ein Sportler ist. Und das Gewicht muss mit einem Zug vom Boden bis auf die hochgestreckten Arme gebracht werden. Manche machen das halbe im Stehen, wenn sie nicht mehr ganz in die Hocke können. Aber um mehr Leistung zu bringen und zu schaffen, muss man da in die Hocke gehen. Das Gewicht wird möglichst schnell hochgezogen und man muss auch noch schneller drunter, sonst ist das Gewicht wieder unten, bevor man es oben hat. Und man hat da beim Wettkampf insgesamt drei Versuche, nicht wie beim Hochsprung, wo man für jede Höhe drei Versuche haben kann. Im Gewichtheben gibt es drei Versuche. Muss man das Anfangsgewicht angeben, dann kann man steigern um 1 Kilo bis 10 Kilo oder was jeder benötigt. Also man kann da steigern, wie es jeder möchte. Und ich mache mal einen Versuch vor. Dann sagt der Kampfrichter ab. Und dann kommen wir weg. Oder einfach noch zwei Wiederholungen dranhängen. Im Anschluss ändern sich Gewicht und Technik. Ja, Jürgen, die zweite Disziplin ist das Stoßen. Wo liegt der Unterschied zum Reißen und wie funktioniert's? Ja, beim Stoßen macht man die Griffbreite enger. Dann wird in zwei Stufen wird es gehoben, das Gewicht abheben bis auf die Brust, im Stehen oder in der Hocke wieder und dann kommt das Ausstoßen. Das ist der Unterschied, also beim Reißen mit einem Zug nach oben ziehen, auf die gestreckten Arme und beim Stoßen mit zwei Teilübungen praktisch. Das sind jetzt 50 Kilo. Und jetzt das Ausstoßen. Nach dem Training macht Jürgen übrigens noch Übungen für den unteren Rücken, gefolgt von Klimmzügen. Erst dann ist er fertig und wir sind schwer beeindruckt. Damit sind wir am Ende der heutigen Ausgabe der Halbzeit bei TV Oberfranken. Diesmal mit Ilona und Jürgen Greiner, dem wahrscheinlich fittesten Senioren-Ehepaar aus Oberfranken. Alle unsere Sendungen findet ihr natürlich online unter tvo.de. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.